Früher war hier ein Andrang an Leuten, das ist ja nicht zu vergleichen mit heute. Ich habe jetzt 80% weniger Umsatz wie die Jahre zuvor. Es ist sehr schlimm. Die Grundrisse, alles ist so geblieben. Alles. Also ich war wie vom Kopf gestoßen. Was habe ich hier für unfaire Partner, habe ich gedacht. Das ist meiner Ansicht nach ein Kosmonautenbahnhof. Was hat das mit Denkmalschutz zu tun? Ich halte die Chancen deshalb für gut, weil die Gründe aus meiner Sicht an den Haaren herbeigezogen sind. Hier ist der Kiosk. Oh. Nee, möchte ich nicht essen jetzt. Also ich habe jetzt 80% weniger Umsatz wie die Jahre zuvor. Es ist sehr schlimm. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchhalte. Normalerweise, ich hatte einen Vertrag mit der Stadt und der beinhaltete, dass wenn der Busbahnhof aus städtebaulichen Maßnahmen mal versetzt wird und mir kein äquivalenter Platz angeboten wird, ich eine Abfindung bekommen werde. Aufgrund dessen habe ich mich mit der Stadt auf einen neuen Platz geeinigt. Dieser Platz war sicherlich nicht so äquivalent, aber ich dachte mir, gut, okay, die Stadt braucht keine Abfindung zu zahlen und ich komme da der Stadt entgegen und die Stadt kommt mir auch entgegen, indem ich neu bauen darf. Dieser neue Vertrag sollte wieder über 20 Jahre laufen und es hätte gereicht bis zur Rente. Und ich hätte nie gedacht, dass aufgrund dessen dieses Antrags die Stadt jetzt von unserem Vertrag zurücktritt, weil sie jetzt sagen, nein, die Dachschürze ist nicht so geplant. Sie haben ja Die Stadt hat sich ja ganz einfach einer Abfindung entledigt, die mir laut Vertrag zugestanden hätte. Also wirtschaftlich gehen die Zahlen hier auf Null. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. Normalerweise
ist es ja so, dass an dem Tag, wo der Busbahnhof hier weggekommen ist, keine Leute mehr da sind. Jetzt durch die Baumaßnahmen sind noch viel, viel weniger Leute da. Ich war fix und alle, wissen Sie, das war ein Einschreibebrief vom Rechtsamt. Ich dachte, das kann doch ja nicht sein. Also ich war wie vom Kopf gestoßen. Was habe ich hier für unfaire Partner, habe ich gedacht. Noch dazu, wo man hätte nachbessern können. Ich verstehe das bis heute noch nicht. Die Grundrisse, alles ist so geblieben. Alles. Ich hatte letztes Jahr 2 Herzinfarkte, die haben mich schon sehr mitgenommen. Und jetzt das hier noch. Also man braucht starke Nerven, um das hier alles durchzustehen. Das hier ist eindeutig ein Schildbürgerstreich, was hier mit mir getrieben wurde. Ich kann es mir nicht erklären, aber wirklich gar nicht erklären, wie das überhaupt so weit gekommen ist, dass das abgelehnt wird. Ja. Ich denke mal, die Stadt, die hat hier Gründe an Haaren herbeigesucht zu finden, um sich hier einer Abfindung zu entledigen, die mir ursprünglich hätte zugestanden, weil ich ja diesen Vertrag mit der Stadt hatte, wo drin stand, dass, wenn der Busbahnhof mal verlegt wird, mir aus städtebaulichen Gründen kein neuer Platz angeboten wird, mir eine Abfindung zu gestanden hätte. Hier stand ich ja mitten auf dem Busbahnhof, links und rechts Bahnsteige, hier war ein Lehm, hier war Betrieb. Also ich fühle mich schon ohnmächtig hier. Es ist wirklich ein Kampf gegen Windmühlen. Ich kann das bis heute noch nicht verstehen. Ich kann es nur immer wieder sagen, was hier mit mir gemacht wurde. Also ich merke, dass die Stadt kein gerechter Partner ist. Das Ganze nochmal. Bleiben Sie so stehen, bitte? Ja. Mit dem? Ja. Egal, mit oder ohne, ist egal. Okay, läuft. Früher war hier ein Andrang an Leuten, das ist ja nicht zu vergleichen mit heute. Wir hatten früher 5 Uhr aufgemacht, das war, wo die ersten Busse kamen, und abends 20 Uhr zu, also das ist jetzt nicht mehr so. Ja, ich verstehe die Welt nicht mehr. Gucken Sie sich den neuen Bahnhof an. Also das ist meiner Ansicht nach ein Kosmonautenbahnhof. Was hat das mit Denkmalschutz zu tun? Ich soll angeblich denkmalerisch nicht alles eingehalten haben. Ich verstehe das nicht. Stehen und was also, hat er gesagt? Also der Kiosk, der neue, der sollte direkt hier stehen, kurz vor Straßeneinmündung.
hier genau gegenüber von dem neuen Busbahnhof. Und wenn Sie den neuen Busbahnhof sehen, ich meine, was ist hier Denkmalschutz? Ich kann das nicht verstehen. Das ist mir einfach zu hoch.